Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Tutorial-Reihe zu PyTorch. PyTorch, wie gesagt, neuronale Netze mit Python schreiben und das Ganze auf der Grafikkarte trainieren lassen. Das ist ziemlich geil und das könnt ihr eben hier mitmachen. So, letztes Mal haben wir uns hier wirklich ein eigenes neuronales Netz geschrieben. Das heißt eine Klasse, die aus zwei linearen Schichten bestand und anschließend verbunden wurde durch eben einmal ReLU und einmal eine ganz normale Output-Schicht. Okay, was genau ist jetzt unser Ziel? Wir wollen natürlich, dass unser Netz auch irgendwas lernen kann. Und sowas zum Lernen zu bringen, das ist hier noch überhaupt nicht drin. Denn wir haben bislang den Forward Pass, den werden wir auch gleich benutzen, aber wir brauchen auch irgendwie einen Backward Pass. Und Backward Pass bedeutet, wir wollen Backpropagation benutzen. Wenn ihr genaue Details dazu haben wollt, dann empfehle ich euch meine Tutorial-Reihe zum Thema neuronale Netze. Das heißt, das werden wir jetzt hier nicht im allertiefsten Detail benutzen oder lernen, aber wir wollen eben hier jetzt auch natürlich erstmal was durch unser Netz durchjagen und dann wollen wir das Ganze eben dazu bringen, dass sich das Netz auch updatet, sprich, dass diese Gewichte hier und Bias abgedatet wird und alles drum und dran, damit eben unser Netz auch wirklich was lernt. So, ich führe das Ganze jetzt erstmal nochmal kurz aus. Unser Netz sieht aktuell so aus. Wir sehen hier, wir haben 10 Input-Features und wir haben 10 Output-Features und wir haben hier bei der zweiten Schicht auch 10 Input-Features. Die Output-Features und die Input-Features sollten gleich sein. Und dann haben wir hier auch 10 Output-Features. Also ihr könnt natürlich hier jegliche Scheiße damit machen. Ihr müsst nur immer gucken, dass eure Daten auch wirklich in Ordnung sind. Also dass die auch wirklich ins Netz reinpassen. So, was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen erstmal einen Input generieren. Input ist gleich Variable von. So, was ist Variable? Variable baut euch sozusagen aus einem Tensor eine Variable. Und Variablen könnt ihr dann wieder hier durchjagen, durch euer Netz. Das sollten immer Variablen sein oder müssen, soweit ich weiß, sogar immer Variablen sein. Tensoren sind sozusagen der Inhalt davon, das sind einfach nur die Matrizen. Aber die können noch nicht durch das Netz durchpropagiert werden. Anhand von denen kann auch nicht gelernt werden. Aber wir haben jetzt hier schon die Variable importiert. Das müsst ihr hinzufügen. Das heißt fromTorch.autograd import variable. Das ist sozusagen wirklich ein Wrapper für eben den Tensor. Und dann könnt ihr diesen Tensor eben auch hier irgendwie, also ihr könnt da sozusagen direkt die Backpropagation durchführen mit eurem Tensor. Das heißt, Variable ist sozusagen eine Funktionserweiterung für Tensoren. Die man aber wirklich nur für neuronale Netze braucht, aber genau das wollen wir hier machen. So, wir haben jetzt keine tatsächlichen Inputs, sondern wir machen das Ganze ja hier theoretisch. Das heißt, wir wissen aktuell noch nicht, was wir hier reinstecken wollen. Wir werden noch praktische oder richtige neuronale Netze, sage ich jetzt mal, bauen, aber dazu müssen wir erstmal die grundlegende Struktur von sowas verstehen. Was wir hier jetzt bauen, ist die Main Training Loop, nennt sich das meistens auch. Und ja, wir brauchen natürlich jetzt erstmal einen Input. Der soll 10 kreuz 10 sein. So, warum soll der 10 kreuz 10 sein? Der erste Teil hier ist unser, also wenn wir das jetzt hier ausgeben, ich zeige es euch mal ganz kurz. Print Input, upsala, Print Input. So, das Ganze sieht folgendermaßen aus. Das ist ein 10 kreuz 10 Vektor. Warum jetzt 10 kreuz 10, warum nicht nur 10? Man erwartet ja in der ersten Schicht hier genau 10 Inputs. Das heißt, eigentlich nur eine so eine Zeile oder eine Spalte, je nachdem, was ihr eben benutzt. Und jetzt haben wir hier aber das Ganze 10 Mal. Naja, wir brauchen auch einen gewissen Batch. Das bedeutet, wir wollen jetzt hier den Batch-Bereich oder die Batch-Eigenschaft hier direkt ausnutzen. Das heißt, wir wollen nicht nur einmal das Ganze machen, sondern gleich 10 Mal. Und das ist ganz normal, dass man das macht. Deswegen hier könnte man natürlich auch einfach nur 10 benutzen. Aber man kann hier auch direkt ein Batch draus erstellen. Das ist das, was man braucht. Das heißt, theoretisch müsste man hier sonst 10,1 schreiben. Und ja, so haben wir eben gleich 10 Inputs und kriegen dann auch logischerweise 10 Outputs raus. So, unsere Outputs, und das ist jetzt so unglaublich simpel, das glaubt ihr mir gar nicht. Die Outputs, das heißt einmal durch unser neuronales Netz durchlaufen lassen, die berechnet ihr, indem ihr einfach sagt, Netz von Input. Bam, fertig. Das ist auch eine gecurried Funktion sozusagen. Das heißt, ihr könnt hier die Inputs reinstecken und das Ganze als Funktion benutzen, auch wenn wir es hier sozusagen über eine Klasse erstellt haben. Das Ganze ist gleichzeitig auch eine Funktion und ihr könnt hier einfach die Inputs reinstecken, so wie ihr es hier eben auch mit den linearen Schichten gemacht habt. Ihr könnt die auch als Funktion benutzen, einfach durchlaufen lassen sozusagen. Und genau das ist mit eurem neuronalen Netz hier auch passiert. Das heißt, ihr könnt hier das Ganze einfach so direkt durchlaufen lassen und
Ja, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch noch ausgeben und euch genauer angucken und mal schauen, was ihr damit machen könnt. Naja, hier oben, das ist das, was wir reingesteckt haben. Unten kommt das raus, was wir nicht erwarten würden, aber gut, ich meine, das sind einfach nur zufällige Werte. Diese Schichten hier werden ja auch zufällig initialisiert. Das heißt, ihr bekommt halt einfach irgendeinen random Ramsch raus, mit dem ihr erstmal überhaupt nichts anfangen könnt, logischerweise, denn das hier war ja auch hier random, also von dem her, ja. Gut, aber ihr bekommt auch wieder 10 Kreuz 10 raus. Warum 10 Kreuz 10? Naja, wir erwarten hier einen 10er Output, aber wir haben natürlich hier 10 mal Input, also kriegen wir auch 10 mal Output raus. Wenn ich jetzt hier 9 draus mache, das ist ganz, ganz wichtig, dann kriegen wir hier nur 10 Kreuz 9 raus. Das heißt, 10, das vorne ist eben trotzdem noch die Batch Size, während das hinten ist tatsächlich die Output Size. Also ihr könnt das Ganze auch extrem krass machen und nur 1 machen, dann seht ihr es direkt sozusagen, ihr bekommt hier einfach einen ganz normalen Vektor raus, der dann eben halt 10 mal vorhanden ist. Also das könnt ihr natürlich auch machen. Und ja, genau. Ich würde sagen, das machen wir tatsächlich aber jetzt wieder rückgängig, also 10 Kreuz 10 Output, einfach so, weil wir es können. Und genau, das ist, wie ihr sozusagen jetzt Outputs aus diesem Netz rausseht. Also was ihr dringend braucht, sind natürlich Tensoren, die eure Variablen oder komplett eure Daten halt beinhalten und diese wrappt ihr dann einfach in Variablen. Das heißt, ihr habt einfach irgendeinen Tensor, x gleich, habe ich x schon irgendwie definiert? Nein, habe ich nicht. Und den könnt ihr in einer Variable eben wrappen. Das heißt, eure Variable enthält nachher einfach diesen Tensor, hat auch ziemlich genau dieselben Operationen. Also ihr könnt damit addieren, ihr könnt damit subtrahieren. Keine Ahnung, ihr könnt damit halt einfach alles ganz normal machen, wie ihr es mit Tensoren macht, aber was ihr vor allem machen könnt, ihr könnt sie halt in ein Netz reinstecken und dann eben den Output euch angucken. Und das ist so der Sinn dahinter. Das ist jetzt noch nicht die komplette Main Training Loop. Ich weiß, ich habe gesagt, wir machen das, aber wir machen es nicht alles heute. Ich habe jetzt erstmal genug gelabert. Nächstes Mal wollen wir uns dann tatsächlich mit dem Training beschäftigen. Dieses Mal ging es tatsächlich jetzt nur darum, wie kriege ich was in unser Netz rein und wie kriege ich es dann am Ende wieder raus, wie kann ich es angucken. Gut. Das war's von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.